Mein Name ist Frank Wagner, ich bin Werbegrafiker und Kommunikationswirt. Ich bin 43 Jahre alt, wohne in Kirchhain in der Kernstadt und kandidiere als Stadtverordneter für die Bürgerliste Kirchhain. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Ja, wer mich und mein Kirchhain, den Blog, den ich betreibe, kennt, der weiß, dass mein Herz für Kirchhain schlägt und der weiß auch, dass ich voller Ideen bin und diese Ideen möchte ich eben ganz gerne in der Stadtverordnetenversammlung auch einbringen. Außerdem bin ich seit 2016 regelmäßiger Besucher der Sitzungen und habe da einfach auch die Lust entwickelt, ja, nicht nur mitzureden, sondern auch mitzuentscheiden und vielleicht auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage zu sein, denn offen gesagt bin ich jetzt kein Freund von festen Koalitionsbündnissen, sondern eher von wechselnden Mehrheiten und ja, Austausch von Sachargumenten. Warum trittst du gerade für die Liste der Bürgerliste Kirchhain an? Ja, in meiner Meinung nach sollte wer für eine Partei kandidiert auch hundertprozentig hinter dieser Partei stehen. Das sehe ich aber so für mich eigentlich derzeit bei keiner Partei gegeben. Und da war es eigentlich nur pragmatisch, selbst eine unabhängige Wählergemeinschaft oder wie auch immer zu gründen, weil da kann ich mich von Anfang an eben auch einbringen, kann entscheidend mitsprechen und vor allem war mir auch wichtig, dass man in Kirchhain wieder so eine Möglichkeit schafft, wo man die Hürde etwas herabsetzt für andere Menschen, um sich auch kommunalpolitisch wieder mit einzubringen, ohne gleich in eine Partei eintreten zu müssen. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Ja, also im Grunde lebt man hier auf dem Land, ohne das Gefühl zu haben, fernab vom Schuss zu sein. Ich habe eine super Anbindung an Marburg beispielsweise, Frankfurt und Kassel sind auch nicht weit. Und dann habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, ich kann fußläufig im Grunde all das bekommen, was ich so einkaufsmäßig für den täglichen Bedarf brauche. Und dann kommt natürlich noch dazu, das habe ich gerade für die Berichterstattung für mein Kirchhain in den letzten Jahren besonders erfahren, dass man eben auch auf den Dörfern ja, eine Vielfalt der Menschen hat, eine Vielfalt der Kultur und der Landschaft und das gefällt mir einfach hier in Kirchhain. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Ja, also da werden natürlich als erstes Transparenz, Bürgernähe und vor allem echte Bürgerbeteiligung. Also ich möchte gerne, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr in Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, aber dass die Politik auch den Menschen mehr entgegenkommt und sie da abholt, wo sie sind und nicht andersrum. Und dann natürlich, ich habe meine Firma, meine Werbeagentur hier in Kirchhain. Mir geht's gut, wenn es der Wirtschaft in Kirchhain gut geht. Von daher ist natürlich die Wirtschaft hier auch ein gutes Thema, auch gerade die Innenstadt. Und aber eben auch die Digitalisierung ist natürlich für uns auch wichtig. Und letzten Endes ja die Entwicklung und Schaffung von Freizeitangeboten für Kirchhain eben als Wohnstadt noch ein bisschen stärker auszubauen, weil gerade das Freibad ist mir da ein Herzensanliegen. Ja. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Ja, als Kreativer muss ich mich natürlich immer wieder in neue Themen, in neue Problematiken reinarbeiten und muss daraus oder dafür Ideen entwickeln und auch teilweise umsetzen. Und das ist eine Fähigkeit oder ein Satz von Fähigkeiten, die ich natürlich auch dann gerne für Kirchhain einsetzen würde und auch als Nicht-Stadtverordneter ja schon getan hat. Also man braucht da im Grunde einfach nur mal nach Videos googeln zum Thema Freibad Kirchhain. Das war manchen sogar schon vielleicht ein paar zu viele Ideen, die ich da hatte. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Ja, ich mag es überhaupt nicht, wenn Menschen sagen, das können wir nicht machen oder das funktioniert nicht, vor allem, wenn sie sich noch gar nicht in die Thematik hineingearbeitet haben. Also wenn Ideen im Grunde schon von vornherein abgewiegelt werden, obwohl man vielleicht gar nicht sich damit auseinandergesetzt hat. Jahr 49 oder Wald statt Asphalt? Ja, da ich auch Dozent in Kassel bin, ist mir natürlich die A49 ganz lieb. Am besten schon vor 20 Jahren, weil da habe ich meine Ausbildung gemacht und musste jede Woche hoch nach Kassel fahren. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Ja, da ist für mich ganz weit vorne Bernie Sanders.
Bernie Sanders ist für mich also jemand, der seit Jahrzehnten sich für, in meiner Meinung nach, die richtigen Ziele einsetzt, der für mich ein aufrichtiger Politiker ist und vor allem, der auch nie persönlich angreifend wird bei seinen Sachen und trotz seines hohen Alters sich auch noch dazu für jüngere Menschen einsetzt. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Ja, Fakt, also Fairness.